Hallo ihr Lieben! Ich will nicht meine Hände zeigen. Wir haben nämlich heute was ganz Verrücktes vor. Handschellen. Ava und ich werden uns für einen ganzen Tag aneinander ketten. Allerdings habe ich beschlossen, dass wir nicht diese hier nehmen, denn wenn man die anfasst, sind die schon ganz schön hart. Das täte bestimmt für einen ganzen Tag schrecklich weh. Sondern wir haben hier welche, die sind ein bisschen weicher. Zeig mal deine Hand. Ava ist schon angeschnallt. Oh, du kannst damit auch ganz schön weit weglaufen. Jedenfalls ist unser Plan, dass wir 24 Stunden aneinander gekettet sind. Die brauchen kein Schlüsselchen zum Glück. Und Ava ist gerade eben aus dem Bett geklettert. Schaut mal, ich habe sie nur angezogen. Sind noch keine Zähne geputzt. Noch keine Haare gekämmt. Aber halt ein Zahn rausgefallen. Ja, insgesamt. Warte, wir müssen noch gucken, ob die Zahnfee etwas für mich dagelassen hat. Schnell! Okay. Schnell! Und hat die Zahnfee was für dich dagelassen? Wir haben es gerade geholt. 2 Euro. 2 Euro? Okay. Ja. Na dann, cool. Aha. Ava macht ihre Zähne nämlich immer in so ein Kästchen rein. Zeig's mal. Hatten wir mal gekauft. Und da holt die Zahnfee dann die Zähne raus. Und ich wundere mich, ob sie stark genug ist. Na, sie wird wohl stark genug sein, ha? Ist sie klein? Ich habe sie selbst noch nie gesehen. So, aber während wir jetzt hier im Bad eh sind, putzt du bitte mal Zähne. Okay. Aber ich darf das Feld vielleicht runter. Ja, ich muss hier meinen Arm immer etwas, damit das auch funktioniert. Soll ich noch näher ran? Okay. Ja. Da. Mir wird der Arm langsam schwer. Nein, voll. Ich muss überall mitlaufen. So, guck mal, die Bürste habe ich dir da schon hingelegt vorhin. Ich war immer irgendwo wie du. Und bist du jetzt fertig? Ah, ah. Oh Mann, wie lange willst du denn noch kennen? Bist du gut, bitte? Okay, mein Arm wird langsam echt schwer. Wir gehen jetzt hier rüber. Nee, wir gehen jetzt in die Küche. Wir gehen in die Küche, wir müssen Brötchen aufbacken. Wir haben jetzt doch die echten Handschellen genommen, die ich eigentlich nur für den Thumbnail nehmen wollte. Denn das andere Ding, das eigentlich für Kindersicherheit gedacht war im Internet, dass die Kinder an die Eltern gekettet sind, ist bei der ersten Bewegung von Ava nach links und mir nach rechts gerissen. So, jetzt haben wir doch echte Handschellen. Wir haben aber immer noch nichts gefrühstückt und jetzt hilft alles nichts. Wir müssen in die Küche. Versuch die mal aufzumachen. Ah, warte, jetzt nochmal Arm runter. Tablett zur Seite. Genau, über dem Tablett. Okay. Oh Gott, ich bin viel zu hoch. Wie machst du das? So, warte. Du musst deinen Arm irgendwie so. Okay. Ah! Hilfe. Gott, das ist so schwierig. Das ist ein bisschen schwieriger. Ja. Ich will es einfach nur kneten. Nee, nicht kneten. Bitte, sonst sind die Brötchen hin. Ich sehe gerade, dass mir meine Haare nicht gefallen und ich muss jetzt irgendwie mit der Ava, die viel kleiner ist als ich und an mich gekettet, versuchen, meine Haare zu richten. Okay, also wir holen die... Ich kann es für dich machen. Ja, genau. Wir holen die Bürste und ich guck mal, was ich tun kann, ja? Nicht so schnell laufen. Ich komme nicht hinterher. Nee, nicht so schnell. Also ich habe mich jetzt auf Toilette gesetzt. Ava ist dabei, sitzt auf meinem Schoß. Und ich versuche jetzt irgendwie, das mit den Haaren hinzukriegen. Okay, also es ist, glaube ich, etwas besser, ja? Ja. Du und deine Zahnlücken, sei froh, dass die Zahnfee gekommen ist. Ich bin eine zahnlose Minka. Yay. Okay, warte. Arm hoch, Kamera. Erstmal aus. Na dann, lass es dir schmecken. Was willst du machen? Ein Brötchen holen. Ah, okay. Dann hole ich mir auch gleich ein. Okay, hier, mach erstmal die Serviette runter. Okay. Und was möchtest du drauf? Bitte. Okay, hier, dann hier. Ich mach dir das Glas auf. Und wie schmier ich jetzt mein Brötchen? Muss ich warten, bis du... Hey, Eva, kann mit. Okay. Und ich habe jetzt im Prinzip nur meine linke Hand zur Verfügung. Yay. So, und jetzt musst du warten.
Übrigens, vergesst doch bitte nicht, uns einen Daumen nach oben da zu lassen. Abonniert unseren Kanal und schaltet die Glocke an, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Ja. Und schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr gerne 24 Stunden an eure Mutter gekettet wärt. Was ihr dann sagen würdet. Würdet ihr sagen, das ist eine coole Sache oder das ist ganz schrecklich? Mhm. So, ich schmier jetzt hier mein Brot fertig. Was soll das denn? Wenn du jetzt anfängst zu dabben, na toll. Wir müssen jetzt Wäsche falten. Aber ich kann echt nur eine Hand benutzen, weil Eva zwei nimmt. Du zerrst ganz schön an meinem Arm. Hey, du was? Ja, ich brauch das jetzt mal. Okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Mama, kann ich auf dem Sofa hüpfen? Nee, ich wollte jetzt saugen. Zu spät. Was? Oh nee. Hey, was machst du? Ich hüpfe. Oh Mann, Eva. Hey. Ja, nein. Oh, oh Mann. Ich will jetzt saugen. Das kann er nicht. Was machst du auch da? Sind da irgendwelche Dinge? Und jetzt? Was? Hilfe! Mir Hilfe! Oh Gott! Okay. Nein, guck mal! Was denn? Nee! Wir sind doch hier noch gar nicht fertig! Aber da ist ein Riesen! Hier, guck mal, da sind Party-Einladungskarten! Oh Mann, können wir uns einigen? Wolkenstein. Wolkenstein? Einhorn. Was machst du da? Ich will einen Fisch. Ein Fischding? Okay. Okay. Ein Fischei. Ein Fischei, das ist schwierig. Und ich will Sojasauce. Ich will Sojasauce. Dann. Du hast doch schon Sojasauce. Okay. Mit dem Finger willst du das essen? Mit Sojasauce, auch lecker. Zumindest probierst du mal was anderes. So. Eine gute Kombi. Mhm. So, wunderbar. Und? Kannst du essen? Das ist so lecker. Und, wie geht's da hinten? Geht so. Ich will da sitzen. Oh, vielleicht kletter ich nachher noch vor. Wir sind zurück und müssen jetzt erstmal abspülen. Abbad habe ich danach ein bisschen Minecraft. Was ist das denn? Minecraft. Minecraft. Ich habe der Eva gesagt, wenn man Minecraft auf Deutsch schreiben möchte, dann sieht das aus wie Minecraft. Ja. So, und ich muss jetzt mal gucken, wo ich euch abstellen kann, dass ihr auch seht, was wir hier tun. Wir sind immer noch aneinander gekettet. Mama, so, okay. So seht ihr wenigstens Eva. Ja, und dein Mund. Mein Mund, ja. Und ich. Wir haben nämlich vorhin einfach nur in die Spüle geschmissen. Mhm. Also die kann ich jetzt eigentlich abspülen und dir geben. Ich brauch die Hand. Ich brauch meine Hand. Ich brauch die Hand. Ja. So, hier geht's weiter. Okay. Ich hab das gerade, was ich gemacht habe. Was wäre eigentlich das Schlimmste für euch? An eure Mutter gekettet zu sein. Was wäre das Schlimmste am ganzen Tag? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Das Abspülen. Oder baden. Einer will duschen, mich mit. Oh. Gar nicht so einfach. Oh, guck mal, meine Haare, die sind total zerstört. Macht nichts. Und du möchtest jetzt gerne Minecraft spielen? Ja. Okay. Aber wird mir bestimmt sehr langweilig.
Ja, toll. Und ich muss morgen ein bisschen Hausaufgaben machen, aber du musst mir helfen. Okay. Okay, es tut mir echt leid, aber das ist voll schwer. Was soll das sein? Ein A? Ein altmodisches A? Nein, ein modernes N für Nudel. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Guck mal, wie viel man bei dir benutzt war für diese Hausaufgabe. Wow. Wie ihr am Licht hier sehen könnt, es ist schon ein bisschen dunkler geworden. Wir haben 7:30 abends. Wir haben beschlossen, wir lackieren uns noch ein bisschen die Nägel. Ava fängt bei mir an. Nicht einfach so angekettet Nägel zu lackieren, besonders wenn man erst 7 ist und das sowieso nicht regelmäßig macht. Super! Jetzt machst du bei mir. Genau. Und oder ich kann auch bei mir. So, jetzt seht ihr mehr, das ist so ein ganz alter Glitzernagellack. Ah, und jetzt sind unsere Nägel glitzerig. Kein Wunder, wenn ich ihn aufgemacht habe, hat er das gemacht. Wir dachten, wir sagen euch jetzt tschüss, bevor die Eva uns auf dem Sofa einschläft. Es ist ganz schön anstrengend, so den ganzen Tag aneinander gekettet zu sein. Ich will natürlich um 8 noch nicht ins Bett gehen. Ich bleibe noch mal 2-3 Stunden auf. Evas Papa. Stunden? Ja, Evas Papa kommt jetzt auch gleich dazu. Wir sagen euch tschüss. Hoffen, ihr hattet Spaß mit uns und sehen euch dann beim nächsten Mal mit Daniel. Tschüss. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss.